Dann würden wir mal starten und der Kai sagt gleich schon mal ein paar Worte zum Lab 3, wo wir heute hier sind. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ihr habt schon gehört, mein Name ist Kai. Ann-Kathrin sitzt hier vorne. Wir sind hier beide ein kleiner Teil des Vorstandes von Lab 3. Wir sind ein Verein und sind so eine Art Erfinderlabor. Manche würden es vielleicht als Makerspace oder Hackerspace bezeichnen. Allerdings ist unser Fokus eher im Bereich der Forschung, der Startup-Support-Entwicklung, Lehre, Forschung, Klimaschutz, das sind so Bereiche, mit denen wir uns auch viel auseinandersetzen. Ein relativ komplexes Konstrukt mit vielen Säulen, auch Talententwicklung, zwei Lehrlinge in der IT-Fachinformatik bilden wir hier auch mit zwei Partnern aus und Kooperationen sind so das A und O, mit denen wir das Ganze hier auch ermöglichen. Ansonsten wollte ich vor allem euch einfach hier begrüßen. Ich denke mal, ein paar Fragen werden mit der Zeit bestimmt noch aufkommen. Wer möchte, biete ich daher gerne noch eine Führung an mit auch zwei, drei der Startup-Produkte, die ich einfach mal zeigen kann. Falls ihr mich interessiert, gerne auch mal mit einem Durchflug in die Laboratorien, die wir so derzeit haben. Derzeit ist auch noch alles im Aufbau. Vor eineinhalb Jahren sind wir auf einer anderen Fläche hier rübergezogen und haben uns jetzt in den letzten zwei Jahren von 300 Quadratmeter auf 1500 Quadratmeter und angehend zum zweiten Standort auch vergrößert. Das ist im Ehrenamt relativ viel Arbeit. Mitarbeiter haben wir keine, das ist also wirklich alles ehrenamtlich organisiert. So viel zu uns und ansonsten freue ich mich auf die Gespräche nachher. Und wenn ihr Fragen habt, kommt einfach auf uns zu. Vielen Dank. Dann springen wir weiter zur weiteren Meetup-Eröffnung. Herzlich willkommen zum vierten DENOC Meetup 2023. Wir freuen uns, dass wir uns wieder real treffen können und nicht in irgendwelchen Remote-Video-Telcos, Venueless sein müssen. Was war die Idee? Wir wollten nicht nur eine große DENOC-Konferenz immer so rund im November haben, wer da vielleicht schon mal war, zwei Tage Konferenz, einen Tag Workshops, letztes Jahr in Hamburg, dieses Jahr in Berlin, sondern wir wollten über die Meetups auch schauen, dass wir eben in der Region so ein bisschen mehr präsenter sind und vielleicht auch mal ein bisschen nicht nur die Carrier zusammenbringen, sondern auch ein bisschen breiter. Und deshalb also auch freut es mich besonders, dass wir heute im Lab 3 in einer bisschen anderen Umgebung sind als ein normales Bürogebäude und auch mit den freien Netzen Südhessen, mit dem Freifunk, damit auch nochmal unser Spektrum von dem klassischen ISP ein bisschen erweitert haben. Also Networking und Austausch steht hier im Vordergrund. Wenn ihr da mithelfen wollt, wenn ihr auch mal Lust habt, so ein Host zu sein und eure Fläche, eure Stadt mit repräsentieren wollt, meldet euch gerne bei uns an event@denoc.de und wir machen das dann so in Kooperation, wie ihr es ja heute Abend auch ein bisschen mitkriegt, dass wir auch zu euch in die Region kommen. Ein kleines Housekeeping, wir versuchen eine offene Community zu sein. Ich werde jetzt nicht den ganzen Text durchlesen, lest ihn euch gerne durch. Wir versuchen nicht viel Regeln aufstellen zu müssen, also seid nett zueinander, dann müssen wir auch einfach keine weiteren Regeln aufstellen. Und ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, wenn es Konflikte gibt. Wir haben einen Vorstand, an dem man sich dazu auch wenden könnte. Warum Verein? DENOC als deutsche Network Operator Group gibt es schon viel länger als den Verein. Der Verein wurde dann gegründet 2017, um das Ganze mal auf so eine unabhängige Plattform zu heben, wo wir über die Konferenz und Mitgliedsbeiträge Geld einnehmen können, daraus auch so eine Vereinsarbeit finanzieren können, womit wir dann eben uns auch regelmäßig treffen können, so als organisatorischer Body hinten dran. Das heißt, ihr dürft natürlich gerne Mitglied werden als Person. Damit stellt ihr natürlich auch so ein bisschen das Vereins weiter bestehen, tragt ihr da mit. Als Firma mitmachen, als Fördermitglieder, die zahlen ein bisschen größeren Beitrag und sind da schon substanziell, helfen sie uns, den Verein an sich zu tragen. Und das ist natürlich sehr schön. Genau, wir sehen auch die ein oder andere Firma, die hier draufsteht, sind auch heute Abend Mitarbeiter mit anwesend. Neben den Vorteilen, dass ihr da natürlich einmal auf einer Slide auftaucht, gibt es auch so ein paar andere Vorteile, wie dass man schneller sponsoren kann bei der großen Konferenz. Aber mit dem bisschen Vorgeblänkel zum eigentlichen Agenda heute Abend. Wir haben drei schöne Vorträge, mit denen wir den Abend beginnen wollen und danach dann mit dem Socializing und bei einem größeren Snack hier auch noch weiter zusammenstehen können, wie auch vom Kai angeboten, vielleicht noch eine Tour machen könnt und dass wir einfach auch hier
bisschen netzwerken können. Also erster Vortrag kommt von David Bauer, dann von Freie Netze Südhessen, WHOIS, genannt danach von Thomas Weber über die Optimierung der Kälteversorgung mit KI. Auch da ein bisschen spannend, dass wir uns jetzt so ein bisschen von den klassischen Network-Operator-Themen auch so ein bisschen weiter wegbewegen und einen bisschen breiteren Blick kriegen. Und das dritte Thema vom Tobias, wie sie den IF DHCP gepatcht haben, um damit Named Interfaces rauszukriegen. Ich freue mich. Wir machen immer so ein bisschen Vortrag und danach Question und Answers. Wir schauen, dass es jetzt nicht zu lang wird. Wir wollen ja danach dann auch was essen. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Vielen Dank an alle Speakers und das Programmkomitee. Ist auch immer ein bisschen Arbeit, die Programme natürlich zusammenzufinden. Auch das Orga-Team sind wir für die Konferenz schon fleißig am Werkeln mit wöchentlichen Calls. Da steckt also auch ein bisschen was hinten dran. Umso mehr freuen wir uns, wenn es nachher auch gut ankommt. Und heute natürlich vielen Dank an Lab3 und die Freien Netze Südhessen, hier, dass wir hier vor Ort sein können. Danke schon mal dafür und damit gleich los zum David.